So, es ist 13:30 Uhr und damit ein herzliches Willkommen zum Track Vision und Nachhaltigkeit beim University of the Futures Festival. Mein Name ist Tina Basner. Ich gehöre hier zum Organisationsteam des Festivals und moderiere Sie durch die jetzige Session. Wo sind Sie hier? Sie sehen hier schon die Startfolie. Wir sind in der Session vom Dreiklang zum Einklang von Hochschullehre, Unternehmen und Gesellschaft. Und ja, ich begrüße Sie ganz herzlich und ich begrüße vor allem auch Frau Dr. Susanne Hensel-Börner und Herr Professor Dr. Michael Höving. Schön, dass Sie bei uns sind. Für die Organisation der nächsten 30 Minuten. Sie sehen auf der rechten Seite sowohl den Chat als auch ein Tool, das sich Q&A nennt für Fragen und Antworten. Und Sie können jetzt im Verlauf der Session auch einfach schon Fragen dort reingeben. Ich betreue den Chat, ich helfe Ihnen auch bei technischen Problemen. Und wir werden dann am Ende der Session, spätestens 5 Minuten vor Ende, noch Zeit haben, die Fragen und Antworten auch zu beantworten, die Sie uns stellen. So, Frau Hensel-Börner, Sie hören nichts. Ich hoffe, alle anderen können mich hören. Vielleicht kann noch mal jemand in den Chat schreiben, ob ich gehört werde von allen anderen. Können Sie gleich schon mal den Chat testen? Ja, okay, perfekt. Okay, dann weiß ich gerade nicht, warum Sie mich noch nicht hören, aber das kriegen wir gleich hin. Sonst einfach mal testen, ob Sie den Ton vielleicht aus Versehen auf der Tastatur mit einer Tastaturkombination ausgestellt haben. Das passiert manchmal beim Schreiben. Ja. Okay. Können Sie mich Dann, hören jetzt? ja, ich kann Sie hören und ich glaube, alle anderen auch. Können Sie mich hören? Anscheinend noch nicht. Okay. Ja, okay. Die Teilnehmer können mich hören und Sie auch. Ja, anscheinend ist was mit Ihrem Ton, dass Sie uns nicht hören können. Ja. Kläre ich gleich. Herr Höbig, soll ich sonst erstmal an Sie übergeben? Und ich versuche mit Frau Hensel-Börner das im Hintergrund mal zu klären, dass wir den Ton in Gang bekommen, damit uns die Zeit jetzt nicht zu sehr wegläuft. Genau, und Sie müssten Ihre Mikros auch wieder anmachen. Herr Höbig, Sie haben noch nicht das Mikrofon an. So, probieren nochmal. Ja, also Herr Höbig, Sie sehen schon, Herr Höbig stellt ein. Und dann müssten Sie sich bitte noch unmuten, dass wir Sie auch hören können. Was auch immer passiert ist, hören Sie mich jetzt? Ja, Sehr gut. jetzt hören wir Sie. Gut, irgendwie wurde ich gemutet und jetzt wieder unmuted. Also von daher steige ich schon mal ein mit der kurzen Vorstellung des Studiengangs. Was haben wir gemacht sozusagen, beziehungsweise wer sind wir eigentlich? Also meine Kollegin Hensel-Börner haben Sie gerade schon gesehen und mich sehen Sie jetzt neben den Folien. Wir haben uns dazu entschieden, eine Studiengangsleitung im Team durchzuführen. Das ist nicht immer üblich. Zumindest bei uns an der Hochschule ist es so, dass meistens Studiengangsleiterinnen, Leiter einzeln für einen Studiengang verantwortlich sind. Diesen hier haben wir aus verschiedenen Gründen gemeinsam entwickelt und haben uns dann auch dazu entschieden, die Studiengangsleitung im Team durchzuführen, was für uns eine sehr große Hilfe ist, weil es eben ein komplexes, kompliziertes Feld ist und wir durchaus die eine oder andere, ich sag mal, nicht so normale Vorgehensweise, zumindest an unserer Hochschule, aber auch an vielen anderen Hochschulen, mit denen wir wohl mit Vertretern gesprochen haben, eben das Studienprogramm ein etwas anderes ist. Da schauen wir gleich ein bisschen rein. Für uns ist es auf jeden Fall sehr hilfreich, auch wenn es nochmal einen zusätzlichen Aufwand bedeutet, als Team anzutreten und uns eben regelmäßig auch auf der Studiengangsleitungsebene austauschen zu können. Meine Kollegin kommt aus dem Betriebswirtschaftsbereich mit einer Marketing quantitativen Vertiefung. Ich selbst bin von Haus aus Maschinenbauer, also Techniker sozusagen, und habe dann über das ganze Thema Produktionsplanung, Steuern, Supply Chain Management eher den Weg in die Betriebswirtschaft gefunden, weil wir sind ja eine Hochschule, die sozusagen sich im Schwerpunkt der Betriebswirtschaft verschrieben. Wenn wir mal schauen, die HSBA
wo kommen wir eigentlich her, beziehungsweise wo führen wir diesen Studiengang durch? Und dann wurde die erst 2007 gegründet, ist also noch nicht so alt. Wir haben inzwischen ungefähr 1900 Alumni im laufenden Studienbetrieb, in etwa 1000 Studierende. Da es sich um einen dualen oder duale Studiengänge handelt, Master- und berufsbegleitende Studiengänge, führen wir das Ganze mit knapp 300 Kooperationsunternehmen inzwischen durch und sind an der Fakultät 24 Kolleginnen und Kollegen, die zwei Masterprogramme, den Master, den wir, also Digital Transformation and Sustainability, den wir betreuen, gibt es noch einen Business Development Master. Und es gibt 6 verschiedene Bachelorprogramme, die alle sozusagen zumindest die Hälfte BWL-Anteil haben. Und wir sind eben sowohl durch die FIBA A als auch durch die Wissenschaftsrat entsprechend akkreditiert und haben durchaus positive Rankings im Bereich CIE etc. Aber das soll hier gar nicht im Schwerpunkt stehen. Zum Studiengang oder warum machen wir den Studiengang oder warum halten wir es für sinnvoll, dass dieser Studiengang existiert und dass wir uns mit einer etwas anderen Sicht auf die Dinge befassen. Auf der einen Seite sehen wir eine Veränderung bei den Studierenden bzw. Arbeitnehmern, also was kommt auf die zu oder in welchem Umfeld bewegen die sich. Lebenslanges Lernen ist ein Stichwort, was sozusagen in aller Munde ist und wo wir natürlich uns fragen müssen, ja, auf der einen Seite ist das eine Selbstverpflichtung und ein Anspruch, dass Arbeitnehmer oder Studierende sich zukünftig auch bei sich verändernden Arbeitsbildern oder Berufsbildern permanent weiterbilden. Und da spielt natürlich eine große Rolle, überhaupt erstmal Digitalkompetenz aufzubauen. Wir haben große Schritte im MINT-Bereich gemacht, aber so wie wir das sehen, reicht das noch nicht. Also da ist noch viel weiterzubilden im Vergleich zu dem, wo wir eigentlich stehen müssten, wo die neuen digitalen Produkte und Services im Prinzip hingehen bei den Unternehmen. Und da sind wir in Deutschland sicherlich nicht überall die Speerspitze, um es mal vorsichtig auszudrücken. Gleichzeitig sehen wir, dass Studierende oder Arbeitnehmer stärker die Suche nach Sinn verfolgen, also nicht mehr dieses, ich will vor allem einen guten Job, der gut bezahlt ist und entsprechend Karriere mit sich bringt, sondern der Fokus ist ein etwas anderer inzwischen und man fragt sich, was mache ich hier eigentlich, wozu trägt das bei, warum tue ich das und das Ganze unter einem Aspekt, der sich so schön Work-Life-Balance schimpft. Man kann über den Begriff geteilter Meinung sein. Ich glaube, das ist also das Work zum Life gehört und dass man das deswegen nicht unterscheiden sollte, aber der Begriff ist in der Welt und natürlich ist es etwas, macht das etwas mit sozusagen denjenigen, die Aus- und Weiterbildung durchführen. Eine zweite Perspektive ist die der Unternehmen oder der Wirtschaft. Da ist es nicht nur die digitale Transformation, wo alle schauen müssen, wie werden wir der Herr und was machen wir dort, wo stehen wir, was sind die nächsten Schritte, sondern es kommt hinzu die Nachhaltigkeitstransformation, die noch nicht so prägnant war in der Vergangenheit, jetzt aber stetig an Fahrt gewinnt. Das bedeutet also, man ist insgesamt in einer Veränderung befindlich, sozusagen in einer Transformation der Unternehmen selbst, was auch bedeutet, dass man sich sehr stark mit der Organisation von Unternehmungen oder Organisation von Geschäft auseinandersetzen muss und das gleichzeitig vor einem Hintergrund, wo sehr viel stärker auf Themen wie Verantwortung und Ähnliches geschaut wird. Ja, also da lösen sich auch Berufsbilder auf, neue entstehen, da ist eine sehr hohe Dynamik, auch in Bezug auf das, was an Kompetenzanforderungen da ist. Das bringt natürlich die Hochschulen unter Zugzwang. Also wir haben nicht nur die neuen Lernwelten im Sinne von, wir digitalisieren jetzt mal die Lehre, sondern es geht auch darum, eine Lehre anzubieten, die für die digitalisierte Welt und auch für die nachhaltige Welt entsprechend vorbereitet bzw. aus- und weiterbildet, um entsprechend Angebote zu schaffen, um entsprechende Erfahrungen zu schaffen, um dafür vorzubereiten, was passiert denn eigentlich in der Wirtschaft, was passiert in der Gesellschaft und wie werden wir dem Herr. Das ist
die Gleichzeitigkeit der Entwicklungen bedingt, ist auch bedingt unter anderem durch Vernetzung von Themen. Das heißt also, wir sehen sehr viele Themen, die gleichzeitig in Anführungszeichen natürlich auf Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit abzielen. Und als ob es nicht schlimm genug wäre, stehen Hochschulen natürlich unter dem Aspekt, wer soll das wie alles finanzieren, und durch die Transparenz und den Zugang von Aus- und Weiterbildung ist natürlich der internationale Wettbewerb gleichzeitig stark verschärft. Also da stehen wir, und jetzt ist die Frage, okay, wie reagieren wir darauf? Dann sehen wir hier, was haben wir uns ausgedacht dazu? Das ist ein Überblick über das Curriculum, hier natürlich nur in Stichworten des Studiengangs Digital Transformation and Sustainability. Das Ganze stand ja so ein bisschen unter dem Aspekt wilde Ideen. Das hier ist unsere wilde Idee, in Anführungszeichen. Die sieht jetzt gar nicht so wild aus, aber es hinter all den Kästchen verbinden sich natürlich Elemente, die miteinander verbunden werden wollen. Und wir haben auch durchaus entsprechende Kompetenzen dort unter Arbeit, in Anführungszeichen, die mit den Studierenden diese Themen bearbeiten. Das heißt also, ich hatte ja schon uns erwähnt mit Betriebswirtschaft und Maschinenbau, also Technik. Gleichzeitig haben wir Informatiker, wir haben Philosophen dabei, wir haben Systemdynamiker. Wir haben Leute, die in der Praxis sich mit Leadership und Change auseinandersetzen oder mit Themen wie Robotik sozusagen auf der Softwareseite. Und das Ganze wird begleitet von einer Learning Journey, wo die Studierenden entsprechend viel Möglichkeit zum Reflektieren auch des Gelernten haben. Und in Wahlpflichtmodulen können sie auch ihre Digitalkompetenz ausbauen. Also von daher, bislang sieht das jetzt gar nicht so wild und so innovativ vielleicht aus. Und ich hoffe, dass ich jetzt an Susanne übergeben kann. Ja, dem ich ersten bin Thema. Jetzt. Wunderbar. Also was passiert uns denn und was ist denn so unser Fokus und was haben wir gelernt? Genau, und wir haben uns das in der Form überlegt, dass wir das eben in drei Perspektiven oder drei Hauptmerkmale dieses Programms auseinandergedröselt haben an der Stelle. Und ein erstes Hauptmerkmal ist eben, dass wir diese Projektlernform sehr stark in dem Curriculum verankert haben. Also über 50% der Zeit, / der ECTS, werden in Form von Projektlernen durchgeführt und erlebt für die Studierenden. Hier steht jetzt Projektlernen. Nichtsdestotrotz ist es auch zum Teil forschendes Lernen und in Wirklichkeit integriert es auch Service Learning. Und als Konglomerat nennen wir es immer das forschungsnahe Projektlernen, weil wir gerade durch diese Schnittstelle auch eben nach draußen zur Gesellschaft und den Unternehmen eben auch Projektlernen, aber auch eben durch es ist ja ein Master of Science, den Wissenschaftsanspruch, die Verbindung an der herstellen. Ich habe unten mal so ein bisschen, was sind denn solche Projekte, in denen wir eben diese moderne Themenverknüpfung aus Digitalisierung und Nachhaltigkeit letztendlich umgesetzt haben. Ja, Studierende haben selber einen Online-Kurs zu den Grundlagen von Blockchain im Supply Chain Management entwickelt. Das heißt, sie haben sich mit der Didaktik beschäftigt und haben aber gleichzeitig auch sich inhaltlich mit Blockchain beschäftigt, und dann sind sie eben auch in die Umsetzung gekommen und haben dieses Lernformat auch tatsächlich gemacht. Also es gibt diesen Kurs. Ein anderes Projekt hat sich mit den digitalen Kompetenzen beschäftigt. Welche sind denn in den Unternehmen wirklich, in diesem großen Wort, wo stehen die Unternehmen, was brauchen sie denn? Und der nächste Schritt ist, wie kann man das denn in die Unternehmen auch transferieren und vermitteln? Rechts, ganz rechts dann TLC ist dann mehr Nachhaltigkeitsschwerpunkt zu überlegen, wie kann man denn die soziale Nachhaltigkeit in Unternehmen messen. Oder last but not least hat sich ein anderes Projektteam damit beschäftigt, wie man denn eine Plattform, der Marktplatz für Second Life Batterien dann in Form einer digitalen Plattform konzipiert sein müsste. Das heißt, Sie sehen immer unterschiedliche Gewichtungen oder Schwerpunktsetzungen, aber immer wieder der Versuch, die Themen zu verknüpfen. Deshalb klares Statement. Projektlernen ist aus unserer Sicht die zentrale Lernform des 21. Jahrhunderts sein, weil genau das den Kompetenzerwerb für das, was in den Unternehmen, ob wir das jetzt Future Skills oder wie auch immer wir es bezeichnen wollen, wirklich übt und trainiert.
Damit einher geht natürlich als Hochschule, was sind das für Prüfungsformen? Wie überprüft man denn hier den Lernerfolg? Und hier gibt es das mutige Statement von uns und unsere wilde Idee, dass es in diesem Studiengang keine Klausuren gibt. Das heißt nicht, dass es ein Schmalspurprogramm ist, sondern alle anderen Formen von Prüfungsformaten nehmen wir ab und haben wir in das Curriculum integriert. Schwierig ist natürlich, Sie kennen das alles, die Vorgabe der KMK und des Hochschulgesetzes. Ne? Klausuren ist eine Einzelprüfung. Wir sagen, Teamplayer da draußen brauchen wir, aber nicht die Einzelkämpfer sind, die nur unter Zeitdruck nicht kreativ sein können, sondern wie geben wir da Noten, wie bewertet man diesen Kompetenzerwerb an der Stelle. Deshalb spielt bei uns das Thema Feedback geben eine sehr große Rolle und da investieren wir auch viel Zeit mit und für die Studierenden, um das realisieren zu können. Die zweite Hauptmerkmale, Michael, spiele ich an dich zurück. Ja, gerne. Das Curriculum hatte ich schon erwähnt. Und bei dem Curriculum ist nicht nur sozusagen die Interdisziplinarität ein Thema, sondern wir haben das mal so bezeichnet als kontrollierter Kontrollverlust. Also im Sinne von, wir sind nicht komplett der Lage her in Bezug auf die Inhalte, was für Lehrende durchaus schwierig ist. Also die Idee ist, das Projekt Lernen, was es eben auch erfordert, sehr viel stärker als Lernbegleitung zu verstehen, als Coaching, statt entsprechend Frontal-Input zu geben und dann zu sagen, und dann prüfen wir hinterher mal ab, was hängen geblieben ist. Sondern wir haben eben hier den Fall, dass wir gerade im Projektlernen durchaus nur rudimentäres Wissen haben und die Studierenden sich aber Expertenwissen teilweise aneignen, wo wir dann gefordert sind, zum einen das einordnen zu können, den Kontext herstellen zu können, auf der anderen Seite eben methodisch begleiten zu können. Und das bedeutet nicht nur Wissenschaftsmethodik, sondern eben auch durchaus Lernen, im Team zusammenarbeiten und Ähnliches. Also Dinge, die gerne auch sozusagen als Soft Skills bezeichnet werden, stehen hier auch im Vordergrund, weil es eben auch darum geht, Studierende dafür auszubilden oder weiterzubilden, dass sie sich in einer dynamischen Umwelt weiter bewegen müssen. Und die müssen ja noch ein paar Jahre arbeiten, also von daher, oder dürfen noch ein paar Jahre arbeiten. Von daher ist es durchaus uns auch wichtig, dass wir sozusagen die Lernprozesse sehr stark begleiten. Ja, also von daher geht das über eine reine Fachexpertise hinaus. Man sieht unten so ein bisschen, wir haben dann durchaus versucht, sehr stark die Vernetzung zwischen den Inhalten herbeizuführen, um jeweils zu schauen, welches Modul benötigt denn welche Inhalte von anderen Modulen, beziehungsweise was liefere ich mit meinem Modul als Vorwissen oder Kompetenz in andere Module hinein. Wir haben dieses Thema, dass wir nicht nur forschende Lehrende mit Ideen und Themen mit den Studierenden zusammenbringen, sondern eben auch auf Unternehmen zugehen, beziehungsweise Unternehmensthemen mit aufnehmen und diese bearbeiten und das Ganze unter dem Aspekt der Sustainable Development Goals als Leitbild. Das heißt also, dass wir eben auch die Verpflichtung haben, dass die Lehrenden sich in ihren Modulen, in ihren Themenmodulen mit den SDGs auseinandersetzen, darauf Bezug nehmen und wir so versuchen, diese sozusagen globale Initiative, die Initiative der UN, die ja eher auf einer staatlichen Ebene stattfindet, herunterzubrechen, tatsächlich auch handhabbar zu machen in einem solchen Studium. Das bedeutet natürlich, dass nicht nur dieses Thema Inter- und Transdisziplinarität eine sehr starke Anforderung an Lehrende stellt, im Sinne von ja, über meinen Horizont hinaus, über mein Fachgebiet hinaus, zusätzliche Arbeit und, sondern eben auch, dass das Selbstverständnis ein etwas anderes sein muss, im Sinne von ich begleite die Studierenden auf ihrem Lernweg und gebe nicht sozusagen, ich predige nicht Wissen von der Kanzel und hoffe dann, dass irgendwas hängen bleibt, sondern ich begleite die Studierenden da, wo sie sind, auf ihrem Lernweg, Lernpfad und tue das entweder tatsächlich auf einer sehr fachlichen Ebene oder eben auf einer anderen, auf einer methodischen oder persönlichen Ebene. Was natürlich
Auswirkungen hat auf so etwas wie Personalschlüssel. Also mit klassischen Personalschlüsseln kommen wir hier nicht hin. Unter anderem deswegen auch wichtig, dass wir im Team unterwegs sind, nicht um den weiter zu erhöhen, sondern so ein Thema wie Servant Leadership und auch mal entsprechend detailliertes Feedback zu geben, zum Beispiel bedingt dann eben doch etwas mehr Aufwand, den auch nicht alle bereit sind, sozusagen zu leisten. Also von daher, das ist durchaus eine Herausforderung, an die Lehren dann auch damit umzugehen. Und das geht nicht mit allen, das muss man auch ganz klar sagen. Susanne, das dritte Thema. Ja, und damit wir nachher noch Zeit für Fragen haben, eher kurz und knackig an der Stelle. Stichwort Stakeholder mit Blick nach draußen. Unsere Philosophie ist, die Tür aus der Hochschule raus zu öffnen und auch offen zu haben, dass die Dinge reinkommen. Und unsere Studierenden, zum Beispiel ist ja ein Masterprogramm, waren am Abschluss kein Kolloquium mit ihrer Masterthesis, sondern ihre Aufgabe ist es, im Rahmen die sie selber organisieren, einer öffentlichen Konferenz eben ihre Ergebnisse zu präsentieren, damit die Erkenntnisse auch noch draußen gehen. Wir haben die erste entsprechende Konferenz schon abgehalten und dann haben die Studierenden eben nicht in einem Sechs-Augen-Gespräch im Seminarraum ihre Arbeit präsentiert und verteidigt, sondern auf einer Konferenz mit 400 Teilnehmern. Die zweite Komponente ist die das Projekt Lern Sustainability Challenge, wo die Studierenden ausdrücklich im Curriculum ECTS dafür kriegen, dass sie eine Zeitspende geben und in einer Initiative, Sie sehen hier Beispiele abgebildet, wirklich Impact generieren und soziales und Kompetenzlernen im Doing, im Impact generieren erleben dürfen. Dieses ehrenamtliche oder vermeintlich ehrenamtliche außercurriculare Engagement wird häufig eben neben dem Studium erwartet und wir haben uns dafür entschieden, es explizit ins Curriculum zu integrieren. Was natürlich auch zur Herausforderung führt von Akzeptanz bei Kollegen. Ja, also können wir dafür ECTS vergeben und wir sagen, ja, wir tun das, weil genau dieser Impact und diese Verbindung aus der Hochschule raus sein soll und muss. Und was uns die Studierenden zurückspielen, ist wirklich, dass sie tatsächlich dankbar dafür sind, dass sie da echte Selbstwirksamkeit erfahren können und dürfen. Bis hin zu, dass das der Kompetenzerwerb ist, den sie ganz viel eben dann in den Unternehmen und in der Gesellschaft brauchen. Denn Bildung ist der Schlüssel zur nachhaltigen Entwicklung. Ja. Ich sehe gerade im Chat den Hinweis auf das HU-Projekt Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Genau da waren auch Studierende dran beteiligt und haben dort mitgewirkt aus diesem Studiengang. So, und als Closing, lieber Michael, was sind denn unsere, Key Statements in kurz und prägnant, was wir mit an Erfahrungen teilen wollen? Genau, 20, 25 Minuten sind sehr kurz, um das alles rüberzubringen, aber wir haben versucht, so ein bisschen zu schauen, was hilft unserer Meinung nach Visionen dann im Umfeld von Hochschule auch umzusetzen. Zum einen, da waren wir durchaus gefordert, im Sinne von also mutig sein, Dinge auszuprobieren und auch entsprechend Muster zu brechen und dementsprechend auch eben nicht sozusagen den Standardweg zu gehen, sondern tatsächlich dann uns intensiv damit auseinanderzusetzen, was wird eigentlich gebraucht und wie können wir das im Hochschulumfeld, in so einem Studiengangsumfeld dann leisten. Man muss den Glauben daran haben, dass ausreichend hartnäckig sein muss, damit diese Visionen, die man hat, diese Vorstellungen, die es gibt, dann eben auch real werden können. Und es war auch für uns ein etwas längerer Weg über verschiedene Iterationen, um zu dem Stand zu kommen, wo wir heute sind, beziehungsweise wir sind jetzt im vierten Jahr und wir haben eigentlich in keinem Jahr irgendwas gleich gemacht wie vor. Nein, also wir haben schon eine Menge gleich gemacht, aber wir haben jedes Jahr etwas verändert, weil wir eben festgestellt haben, das hat nicht so ganz funktioniert, wie wir uns das mal vorgestellt haben. Wir glauben, dass man Lernen und Handeln zwingend verbinden muss, im Sinne von, ja, ich muss es begreifen können, wenn man so will. Das heißt also, dieses Impact generieren, Handeln ist für uns ein zentraler Bestandteil. Wir brauchen eine Koalition der Willigen, in Anlehnung an Kotter, die muss halt groß genug sein, damit man entsprechend die Dinge auch bewegen kann und Co-Teaching hilft da entsprechend. Und gleichzeitig ist aus unserer Sicht eine Anforderung, dass Rahmenbedingungen entweder etwas lockerer ausgelegt werden, auch mal mit dem Augenzwinkern oder Augenzudrücken,
Und da haben wir natürlich ein Thema auch in der Regulatorik. Das heißt, dass wir eben glauben, dass da was getan werden muss im Umgang mit neuen Lernkonzepten, weil es eben nicht nur eine Digitalisierung der Lehre ist, sondern weil wir ganz anders in Zukunft mit den jungen Leuten umgehen müssen oder gemeinsam lernen müssen. Das soll es gewesen sein, erstmal von uns, und ich freue mich auf die entsprechenden Fragen. Ich greife mal eine direkt auf, die aus dem Chat kam. Wir haben schon gesehen, die Stichwort, die Frage nach der Kohorte. Ja, wir sind eine kleine Studiengruppe, genau. Wir agieren mit 18. Also wir haben die erste Idee war 17 Kohorte, 17 N gleich 17, 17 Botschafter für die 17 Ziele. Und ganz ehrlich, 17 ist gerade für Teamarbeiten, wenn Sie zwei Teams wollen, diese blöde Primzahl, haben wir dann auf 18 geschoben. Also die Studien zeigen, Projektlernen läuft gut zwischen 15 und 18 Studierenden, maximal 20. Von daher sind wir im Moment in der Kohorte mit 18 Studierenden. Und vielleicht gleich anknüpfend die zweite Frage, Stichwort Notengebung. Eigentlich müssten wir dafür nochmal eine neue Session machen, weil auch da ehrlich zu sein, ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Wir machen, also es gibt natürlich Projekt- und schriftliche Arbeiten, da gilt der klassische wissenschaftliche Standard für solche Dinge. Den Kompetenzerwerb kann man bedingt bewerten. Was wir integriert haben, zum Beispiel in der Learning Journeys, sind Reflexionsberichte. Da bewerten wir nur, dass sie stattfinden und ob sie systematisch der Kompetenzerwerb von den Studierenden selber reflektiert und dokumentiert wird. Das heißt, wir bewerten in dem Moment mehr nur, dass sie wirklich die Reflexion stattfindet und die Studierenden sich selber mit ihrem Kompetenzerwerb beschäftigen, aber nicht sagen, ob sie es schon gut gemacht haben oder nicht. Das sind so Zwischendinge bis hin zu, wir haben ein Artefakt als Prüfungsform integriert, was man aus dem künstlerischen Bereich kennt, wo es auch mehr darum geht, ganz klar das Statement, dass Dinge einfach stattfinden und dass sie gemacht werden und weniger das Wertende, wie gut oder es nicht gut gemacht ist. Ja, also Sustainability Challenge, da kann man nicht eine 1,7 geben für den Kindergarten, 1,3 fürs Altenheim oder ich sage jetzt mal für die Obdachlosenhilfe, da geht es nicht um die Wertung. Ja. Schwierig, das bleibt die Challenge und das wäre vielleicht so ein Appell oder wäre unsere Vision, dass wir versuchen im Bildungskontext, dass wir solche Dinge wie, man muss unbedingt Einzelnoten geben, ich würde mir wünschen, dass wir das im Hochschulgesetz einfach auflösen können, weil das nicht mehr zeitgemäß an der Stelle ist. Ja, vielen lieben Dank für Ihren Input an dieser Stelle soweit. Genau, auch hier im Chat kommt nochmal ein herzliches Dankeschön auch an Sie beide für den wirklich spannenden Beitrag, wie ich auch finde. Ja, wir haben noch gut 3 Minuten. Das heißt, wir hätten auch noch Zeit für letzte Fragen. Sollten noch welche sein, dann seien Sie mutig und hauen nochmal im Chat in die Tasten. Sie haben die beiden jetzt hier noch 3 Minuten. Dann werden wir alle pünktlich um 14 Uhr wieder in die Lobby geschickt. Und wenn Sie auch jetzt im Forschungskontext oder aus Ihrem Hochschulkontext, wenn Sie wissen, wie können wir noch gerade dieses Thema Notengebung, Bewertung in diesen Dingen für den Impact und für sage ich mal, solche mutigen Veränderungen. Die Studierenden spielen uns zurück. Das ist das, was sie brauchen. Damit ist hohe Motivation da, weil ich meine, wir wissen es alle, das Bulimie-Lernen und das Pauken auf Klausuren, es ist zwar operativ am einfachsten, aber das hat mit inhaltlicher Nachhaltigkeit auch nichts zu tun und auch nicht mit nachhaltig im Sinne Langfristigkeit an der Stelle. Und es bestärkt uns schon für das Rückspielen aus den Unternehmen, von den Absolventen, von den Studierenden. Wenn das Leben da draußen anders ist, dann müssen wir dringend auch mit der Lehre es wirklich auch verändern. Und ja, es ist aufwendig und es passt nicht mit den bisherigen Kalkulationen für ECTS, weder auf Lernenden noch auf Lehrendenseiten. Aber ganz ehrlich, die Zusammenarbeit mit den Studierenden da auf Augenhöhe zu erleben, wie dankbar sie auch sind, wenn sie dann wirklich Änderung da draußen bewirken können und wirklich Selbstwirksamkeit erfahren, das ist es echt allemal wert. Genau, vielen Dank, das war ein tolles Schlusswort, würde ich sagen. Sehr visionär und sehr nachhaltig. Sehr passend für den Track. Also vielen lieben Dank an Sie beide auch nochmal, dass Sie Ihr Projekt hier vorgestellt haben. Hat ja auch ganz guten Anklang gefunden, große Runde, die jetzt hier dabei war. Also vielen Dank. Und wenn Sie noch in Kontakt gehen möchten mit den beiden, dann können Sie entweder einerseits sogar hier anchatten über einen Privatchat, über das System, aber natürlich auch einfach die E-Mail-Adressen kontaktieren oder eine Google-Suche nach den Namen machen. Notieren Sie sich die Namen.
Genau, hier ist auch nochmal eingeblendet. Genau. Das Netzwerk muss wachsen. Das Netzwerk muss wachsen. Muss der Bruch. Wir brauchen gebündelte Kräfte. Sehr gut, das unterstützt das HFD auf jeden Fall, diese Aussage. Sehr schön, dann vielen lieben Dank und wir werden gleich alle zurück in die Lobby geschickt. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen spannenden Nachmittag mit tollen Beiträgen und auch noch tolle Konferenztage bei uns, auf dass die Technik weiterhin durchhält. Vielen Dank. Danke. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.